Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und ja, wir sind immer noch in der Schule. Ich habe jetzt den Speicherstand wieder geladen, wo wir hier drinnen waren. Und wir machen jetzt alle hier kaputt. Jetzt reicht's mir. Es reicht mir einfach. So, rushen wir hier kurz mal durch. Hat er gerade gefragt, warum sie sich immer im Keller treffen? Wir müssen in den Keller. Achso, das andere ist ein Geschützturm. Eieiei, Piper. Wir geben Piper heute im Stream übrigens eine Powerrüstung. Wir müssen nur entscheiden, welche. So, ich probiere es einfach mal aus. YOLO. Gut, das war schon mal kacke. Jemand da? Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Du musst mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an durchzudrehen. Es reicht mir mit euch. Irgendwann eine Schlussgefahr. Scheiße, dass sie noch eine Minderheit versteckst dich vor mir. Du bist tot. Ich weiß nicht, ich bin so gut wie tot. Aber ich erschieße dich trotzdem noch so gut ich kann. Warum? Warum? Übrigens, an dieser Stelle werden wir gleich nochmal dieses Munitionsproblem besprechen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was er meint. Ich werde dich finden. Aber erstmal töten wir jetzt alle hier. So, es reicht mir mit denen langsam, echt? Also echt jetzt, wir speichern jetzt ab die ganze Zeit. Da ist nichts mehr. Dann machen wir die einfach kaputt. Runter will ich noch nicht. Mach hier erstmal in dieser Etage alle kaputt. Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Wurde gespottet. Wir möchten euch daran erinnern, dass Baseball erst nach der Gesellschaft gefunden hat. Dann lauf aber nicht zu mir! Bleib da, wo du bist! Das sieht sehr gefährlich aus. Ergib dich! Da mach ich schnell! Oh Mann! Hoffentlich sind's nicht wieder wilde Kohle. Fuck. Wir sind an einer sehr ungünstigen Stelle. Und zeig dein Köpfchen. Was ist dein Köpfchen? Das ist der legendäre, ne? Shit, ich hab geschossen. Nein! Ich versteck mich einfach hier in der Toilette. Ja, tschüss. Hallo, Schnucki. Wie wär's mit uns beiden? Ich stehe auf dich. Bitte nicht reinkommen. Ist besetzt! Ups, falsche Waffe. Entschuldigt den ganzen Aufwand, hoffentlich wer. Definitiv. Ich will Rache. Weißt du mal, ich hänge hier fest. Stellvertreter Schuldirektor Pacquia Rulo möchte das Schulteam daran. Fuck you, Rulo? Oh Gott, nein. Leck mich halt. Was hat der für eine Waffe? Das ist der Typ, der mich beim letzten Mal schon umgebracht hat. Der hat mich jetzt dreimal umgebracht. Ich will seine fucking Waffe haben. Da ist nichts mehr. Wir müssen hier einfach nur ganz langsam durchrushen. Ganz langsam durchrushen. Oh, hallo. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Stellvertreter Schuldirektor Pacquia Rulo möchte das Schwimmteam daran erinnern. Fuck you, Rulo. Scheiß auf deine Gesetze. Ich glaube, dieser Mann ist ein Kind. Und dieser Mann ist. Was? Hast Angst, gibt es überhaupt Sinn? Solltest du auch haben. Das sieht doch hier in einem guten Weg aus. Oh. Das war euer letzter Fehler. Scheiß Licht. Hab mich voll verraten. Okay, wir müssen hier einfach nur durchkommen, ohne dass wir gesehen werden. Frag mich nicht, warum ich jedes Mal den Fahrstuhl rufe, ich weiß es selber nicht. Was ist mit dem Ansager passiert? Ist mir egal. Bin nur hier, um zu töten. So. Scheiße, was war das? Wenn ich ganz aufpasse, ne? Ich muss mehr auf Schleichen setzen und. Wir werden auf jeden Fall in die Powerrüstung, die Piper trägt, ein Stealth Boy einbauen. Definitiv.
nah. Zeig dich! Los, was? Wenn du dich traust. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Oh Gott, das war knapp. Bring hier mal kurz rüber. Verteilt euch! Findet sie! Ich glaube, hier sind wir ziemlich in Sicherheit. Können wir mal gucken, ob wir jemanden finden. Ah. Hallo, legendärer Raider. Bist du jetzt Raider 1 oder Raider 2? Lass dich nicht verstecken! Ist bald alles vorbei! An der Stelle speichern wir kurz. Das ist echt eine kritische Stelle, muss ich sagen. Komm raus! Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Glaub, beschissener Feigling. Du bist ein Feigling. Aber das ist ein komischer Hund, ne? Weißt du, soll das Kackbratze heißen? Wir gratulieren dem Basketballteam zum Sieg gegen die Springfield Hawks letzte Woche. Was zum Teufel war das? War hier nicht letztens der legendäre Raider irgendwo? Ganz cool bleiben, Zero, ganz cool bleiben. Ja, eine Menge Gegner. Und du? Die Kronkorkenmine, die wir ausgelöst haben. Piper muss eine Granate geworfen haben und diese ausgelöst haben. Sieh an, ein echter Klassiker. Jetzt bin ich überladen, ne? Ah, ist das bitter. Ah, ist das bitter, Freunde. Ich muss irgendwas... Scheiße, jetzt muss ich auch noch aufstehen, ne? Was? Scheiße, jetzt haben sie mich entdeckt. Ah, ist das bitter. Ist... Ah. Dreh hier noch durch. Tschüss, Schreibmaschine. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Ganz genau. Das... War bestimmt nicht ich. Für den Halloween Sadie Hawkins Dance mit East Boston Crab gibt es nur noch bis Dienstag. Ist auf der anderen Seite festgekettet. Wer tut denn sowas? Ein Mr. Handy, ein Staubwedel und in, sagen wir, 100 Jahren ist dieser Ort hier wieder blitzblank sauber. Okay, da haben wir einen legendären. Ich hoffe, das bist du, den ich suche. Die ganze Aufregung wegen nichts. Wir möchten euch daran erinnern, dass Baseball erst nach der Schule erlaubt ist. Gefunden und dann eingesammelt werden. Das war ein legendärer, ja. Okay, Nummer 1 ist tot. Zwei sind hier insgesamt. Wenn nicht sogar mehr. Das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Ach, das hast du mit mir gemacht, du kleines, niedliches Ding. Das ist cool. So bin ich gestorben. Gift. Gift ist eines der stärksten Sachen in diesem Spielmodus. Ich bin überladen, ne? Ne, ich habe jetzt die Waffe, die ich wollte. Alles ist gut. Ich habe nur 2 Tischventilatoren dabei. Ich glaube, die anderen hat Piper. Wiederhergestellter. Irgendwas mit massig Gewicht hier, was wir nicht brauchen. Schaltkreise, tschüss. Fuck. Erinnert bitte eure Eltern daran, dass die Ladezone in Tremont für Busse reserviert ist. Wir müssen also in den Keller heute gelangen, ja? Bin gespannt, was wir da unten vorfinden werden. Oh! Ich hätte dich jetzt im Leben nicht da hinten erwartet. Hier war doch irgendwo noch ein zweiter legendärer. Kronkorkenmine. Will sie jetzt nicht unbedingt auslösen. Wenn ein Gegner da wäre, ich glaube, den Spaß würde ich mir gönnen. Aber so. Eher nicht. Kronkorkenmine muss ja hier irgendwo sein, ne? Oder ist sie hier letztens explodiert? Ah, hier sind wir doch durchgegangen. Da steht sie doch.
Einer lebt hier mindestens noch. Also ein Legendärer auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen aufpassen. Ich glaube, wir müssen eher da unten lang, anstatt hier oben, ne? Riechst du das? Nee. Es gibt noch kein Riechspiel. Das ist eigentlich das nächste große Ding, was man da finden muss. Das ist gar nicht gut. Ah, wir sind zurück. Hier war ein Dude. Du bist so... Wo wusstest du, dass ich hier bin? Cheetah! Ich schleiche durch die Gegend. Das Ding wohl ein wenig runterdrehen? Denk dran. Karten für den Halloween Sadie Hawkins Dance mit East Boston Pratt gibt es nur noch bis Dienstag. Was? Ich liebe es, wie die Köpfe einfach abfliegen, nur weil ich sie einmal kurz treffe. Jetzt hätte ich dann mal Rasiermesserklingen dran. So, da hinten waren wir ja schon, ne? Weil hier das Geschütz kaputt ist. Ja, nehmen wir mal die Fahrstuhl unten. Zugang zum Dach. Da gehen wir zum Schluss mal hin. Wo ist der andere Legendäre? Hier waren doch zwei. Einer, der mir die Rüstung gegeben hat, die wir sowieso nicht brauchen. Und einmal dieser krassen, heftigen Giftwaffe. Ich meine, es sind nur 10 Punkte Giftschaden, aber es reicht schon. Es reicht schon. Schüler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um im zweiten Halbjahr am Rekrutierungsseminar der Armee teilzunehmen. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, wo noch was sein könnte. Ah. Hier zum Beispiel. Markgeschützturm. Raider-Abenteurer, der irgendwie nicht böse ist. Ich. Bosco. Viper, da ist ein Bosco. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Wow, ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Tschüss, Viper. Ach, Dreck, Piper. Hey, da draußen ist was. Nee, was du nicht sagst. Hast du das gehört? Was? Hab ich dich! Fang! Oh, ich will den Hut haben. Das war's dann wohl. Habt ihr es gesehen? Ich will den Hut haben. Noch irgendjemand? Kommt zum Glücksspendemobil und ihr werdet 2 Tage abgezogen. Wo war der Typ? Oh, was haben wir denn hier? Fatman. Oberschenkel. Wenn ich die Fatman mitnehme, ist blöd, ne? Ausgezeichnet. Du erhältst dauerhaft eine Chance von 1%, den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Hätte ich mir doch nur auch Lesestoff mitgenommen. Scheiße, Mann, wo ist der hingeflogen? Das ist dein Kopf? Nein. Ja. Guckt euch den Kopf an! Maskottchenkopf! Oh, der ist kaputt. Habe ich den kaputt gemacht? Tja, dann wird das wohl in nächster Zeit nichts mit erholsamem Schlaf. Tage nachsitzen, kommt zum Blutspendemobil und ihr werdet. Hab ich den kaputt gemacht? Weiß es nicht. Kann man den kaputt machen? Wo hab ich den zuletzt gespeichert? Hä? Als ich ihn umgebracht habe? Oh, hat das Ding wenigstens noch auf dem Kopf?
Achso, er hat automatisch gespeichert, dass ich das Ding aufgehoben habe. Na gut. Schade, dass er kaputt ist. Erinnert bitte eure Eltern daran, dass die Ladezone in Travis. Och Mann. Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht mit meinem Schuss. Hey. Sag einfach. Willst du das Maskottchen im Kopf haben? Ich meine, es ist irgendwo ein legendärer Gegenstand. Oder einzigartig. Hey. Wohin? Moment, wir können versuchen, ihn zu reparieren, ne? Stimmt. Es ist möglich, bestimmt. Muss möglich sein. Aber aufs Dach? Generatorraum? Gehen wir in den Generatorraum. Das klingt für mich noch ein bisschen besser. Wir versuchen, den auf jeden Fall zu reparieren. Ich will den benutzen, ich will den tragen. Hey. Endstation! Für dich, ja. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir! Achso, du bist kaputt. Ich weiß nicht, für eine Sekunde habe ich wohl gedacht, das wäre mein Hundi. Schwere Hunderüstung. Doch, weil das Halsband. Hundehelm. Ich glaube, es ist was gebrochen. Das ist besser gelaufen als erwartet. Ja, zum Glück habe ich dir die ganzen Granaten gegeben, damit du sie verschwenden kannst. Hilfsmittel, Buff out. So, ziehen wir uns halt ein paar Drogen rein. Was war das? Wir können auch Piper nach Hause schicken, damit wir mehr tragen können. Hört sich zwar ein bisschen banal an, aber wir können sie dann da wieder abholen. Wir sind jetzt in der U-Bahn-Station. Wie cool ist das denn, dass eine Schule ihre eigene U-Bahn-Station hat? Oh, das will ich auch hier in Deutschland haben. Gut, ich gehe jetzt nicht mehr zur Schule, aber... Wie geil wäre das denn? Du kommst aus der U-Bahn raus und bist einfach in der Schule. Hey, da draußen ist was. Den haben wir es gezeigt. Das ist so sau cool. So kau cool. Einfach mal der Generatorraum. Bam, U-Bahn-Station. Geschafft. Dann braucht die Schule nicht mehr einen Eingang. Hüpfst du immer von unten rein. Und keiner muss mehr die Sonne sehen. Perfekt für Gamer. Was? Roter Witwenblutkäfer? Drecksviech. Du bist nur ein normaler Blutkäfer, alles kein Problem. Sie sind hier. Was dann wohl? Penner. Immer noch Gefahr. Auf wen oder was habe ich hier Gefahr zu befürchten? Sagt es mir und ich töte es. Ist doch nichts mehr. Bist du der Rote? Nein. Ich will den Typen gerne mal looten, was der so dabei hat. Lass den Scheiß! Hast du diese Dinger? Bist du noch da? Ich sehe hier drin so gut wie gar nichts. Besser? Haben wir wenigstens ein bisschen Licht angemacht. Dadurch, dass unser Pip-Boy aber weiß ist, ist das Licht auf jeden Fall sehr grell. Oh naja. Hauptsache Licht. Na super, jetzt ist hier auch noch ein Bett. Oh, mein Buffout ist. Mein Buffout ist abgelaufen. Ein bisschen Buffout haben wir noch. Zur Not werde ich sie am Ende der Folge einfach nach Hause schicken. Die Piper, und dann gehe ich hier kurz alleine durch. Fertig ist. Mach ich mir keinen Stress. Ach, du bist der Halunke, der sich nicht gezeigt hat. Blutkäfer.
ist denn das fette Viech? Ich weiß nicht, ist verschwunden. Ist mir auch egal. Wird's verrecken. Ich hoffe, das Zeug ist Staub. Ach, ich darf leider kein Müll mehr mitnehmen, ey. Hier muss man echt mal das Wasser ablassen. Hier muss irgendwo der Ausgang sein, ne? Weil meine Quest führt mich hierhin. Komm schon her, du Wichser! Die wollen nie einfach nur reden. Fuck. Okay, bringt nichts, wenn er... Ich sehe nichts mehr. Oh. Der ist so weit gekommen. Wir brauchen schon den ultimativen Schaden, also der Schleichmodus-Schaden. Ansonsten bringt das nicht viel. Weil die natürlich so viel Leben haben. Und unsere Waffe nur sehr langsam schießt. Oh, das ist 50% mehr Körperteilschaden. Awesome. Mann. Jetzt bin ich sogar dank Buffout überladen, oder was? Oh Gott, ich bin komplett überladen. Oh. Schrott, Mods, wiegen die auch was? Ja. Viper! Hey. Schieß los. Abbrechen. Achso. Aufgepasst. Sag einfach Bescheid. Viper. Zeit für Reiseproviant. Auch eins? Nein! Ist zwischen uns alles in Ordnung? Schwer zu sagen im Moment. Du musst mir wohl erst noch zeigen, dass du nicht nur an dich selbst denkst. Tut mir leid, aber das tue ich. Ich glaube, wir sind jetzt erst fertig. Es ist an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Klar, ich gehe dann mal nach Hause. Geh mal, ich hol dich bei Sanctuary Hills ab, ja? Dankeschön. Und schon können wir wieder tragen. 300, oh Gott, ey. Hätte ich mal vorher schon machen sollen, ey. 370 tragen. Ich verliere knapp 100 Gewicht wegen der Ollen. Gut, die trägt wahrscheinlich auch knapp 100 Gewicht, aber ich meine nur, ich will den Bot nicht haben. Das ist den Scheiß. Achso, er hat uns gesehen, weil die Taschenlampe an war übrigens. Wie bist du da durchgekommen? Nein! Ah, fuck. Da haben wir ihr noch was mitgegeben. So, 14 Kronkorken für uns. Und hier ist der Ausgang. Ja, wenn wir Hundi dabei haben, können wir zu dem, diesen Bonus, den wir jetzt haben, dem Gewicht kriegen. Und gleichzeitig kriegen wir, Schadensresistenz. Herr Stockby, das ist eigentlich unser Begleiter Nummer 1. Aber ich möchte ja auch mal die anderen mitnehmen. Wir werden Dogmeat auf jeden Fall wiederholen. Sobald wir die anderen befriedigt haben. Dann ist gut. Muss halt nur noch ein paar mehr Schlösser knacken. Muss daran denken, immer wieder Schlösser zu knacken mit Piper. Gut, gehen wir jetzt mal zu unserem Ziel, ne? Wird Zeit. Auch wenn wir höchstwahrscheinlich nicht lange da bleiben werden. Jemand da? Nein. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. So, ich muss mich hier nur kurz vorbeischleichen. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Wer? Hey! Ich bin halt jetzt komplett auf mich allein gestellt. Die sind sowieso da oben, was sollen die machen? Gut, sie können runterschießen, ich weiß aber. Oh, jetzt geht's ab! Wie hast du mich entdeckt? Achso. Das erklärt einiges. Jetzt muss ich da auch noch hoch. Weißt du was? Nö. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Ich will hier nur da hoch und die Waffe mitnehmen. Mehr will ich nicht. Deswegen, ich cheat jetzt aus Versehen, sag ich schon, ausnahmsweise mal. Einfach nur, weil ich nicht weiß, wie man da hochkommt und wir wollen nur die Waffe haben. Sturmgewehr. Steckt das Ziel in Brand und verursacht 15 Punkte Schaden. 5,56 Munition. Cool. Das ist doch unser
Wie hieß der nochmal? Quick dich tot war das, ne? War das nicht Quick? Nee, das war nicht Quick dich tot. Auf gut Glück Knarre! Das war auf die gut Glück Knarre. Gucken wir mal, was das bringt. Komm schon her, du Wichser! Wen schießt du denn ab? Mich offensichtlich nicht. Wir sind hier nicht allein. Ach, das ist das Dach der Schule. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Wem redet ihr denn da? Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Hä? Du hattest deine Chance. Das klingt nach Piper, oder? Es ist Piper. War das alles? Erbärmlich. Also es ist auf jeden Fall kein automatischer, das ist cool. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Ich weiß gar nicht, wann ich meinen letzten Sonnenaufgang... Wie viel Schaden machst du? 54. Ich denke, da können wir noch einiges rausholen, Freunde. Ich denke, da können wir einiges rausholen. Sogar dieser Ort kann schön aussehen. Einfach mal eine neue Waffe zwischendurch. Kann nicht schaden, ne? Mal wieder was Neues. So. Was zum? Schießt jemand auf mich? Ja, okay, wenn er meint. Ich springe hier runter. Das ist eine Abkürzung. Was geht denn da ab schon wieder? Ich kriege Erfahrung? Oh, radioaktive Verseuchung. Nein, nicht. Oh, oh. Ach, dieser Ort. Wir sind hier. Ich weiß, wo wir sind. Muss hier aber weg. Nein, bitte nicht. Nicht du. Oh, legendär. Ziele bluten und erleiden 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Ey, was ist denn hier los mit den Waffen heute? Heute kriegen wir nur Waffen geschenkt. Oh. Na komm, ich will meine Waffe wieder rausholen. Der war los. Ah, ich verstehe. Mal gucken, was wir aus dieser Waffe machen können. Fusionskern, genau dich wollte ich. Wir kriegen einfach so viel Munition dadurch. Das ist 5,56. Oh, Bruderschaft, sie ist hier. Nochmal Fusionskerne. Da ist einer von der Bruderschaft. Ach, wir sind hier. Ach, wir sind schon wieder am Schrottplatz, ne? Hier, die kämpfen hier so gerne. Wo ist mein Schleichschaden hin? Ich glaube, weil sie nicht überrascht worden sind, funktioniert er nicht. Werde, was zielt noch auf mich? Was geht denn hier ab? Bin halb tot. Das geht ab. Der Wächter ist auf sehr, wie ist er nicht mehr so stark wie vorher, ne? 2000 Munition, aus der Waffe können wir ordentlich was rausholen. Gib mir mal ein paar Hilfsmittel, und zwar... Ja, geröstet, perfekt, Gummibonbons wurden mir geschenkt, Hundefutter, Instant-Püree. Scheiße, Mann, das Ding stürzt ab und ich bin fast tot. Okay. Ich ziehe mir jetzt ein paar Stimpacks rein. Dann werden wir das überleben. Stimpacks, Stimpacks! Ein legendärer Gunner hat das auch noch, ey. Nein.
sehen. Mann, lasst mich doch in Ruhe! Oh, da ist er draufgegangen. Oh, Chance von 10%, einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. So, haben wir es jetzt? Will ich meinen. Boah! Was ein Stress. So. Hat der Typ aus der Bruderschaft es überlebt? Er stand hier ja irgendwo, ne? Okay, Gunner. Ritter, Surgeon der Bruderschaft, aha. War hier nicht jemand mit der Powerrüstung? Hab ich doch gesehen, oder? Oder war es der Typ, den ich gesehen habe? Na, das hier ist offensichtlich ein Ritter. Haben die ihn vielleicht aus seiner Rüstung rausgeprügelt? Und wieso siehst du fast so aus wie ich? Naja, ansonsten ist hier nichts. Schade, ich habe nicht gedacht, hier kriege ich noch einen Fusionskern gratis. Ja, kann sein, dass er hier irgendwo mit seiner Rüstung noch abhängt. Aber wenn, dann wüsste ich nicht wo. Ja gut, Freunde. Ich glaube, es wird Zeit, uns zu verabschieden. Wir gehen auf die Karte und was bist du eigentlich? Ist das ein Fotosymbol? Ist das hier der Mittelpunkt vielleicht? Dass er da das Foto geschossen hat? Wer weiß, wer weiß. So. Ab nach Hause. Das war zu weit. So. Da hoffen wir mal, dass Piper in der Zeit, wo wir hier arbeiten werden gleich, zurückkommt und wir somit ihr ein paar Sachen geben können. Radioaktive. So. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Ist das so ein radioaktiver Sturm? Na gut, lassen wir das kurz über uns ergehen. Tatsächlich. Das ist der Beginn eines radioaktiven Sturms. Oh, nice. Waffenbank, Laborstand, Kochherd. Ich wollte gerne noch eine Sache gucken. Auch wenn wir gerade so kurz vom Krepieren sind. Ach du Scheiße. Aber gerade 10, Radioaktivität 10. Wo war das? Herstellung. Kochherd, Kochstation, Laborstation, Power Armor Station, Rüstungsbank. Ach du Scheiße, ich bin hier so langsam am Krepieren. So, wo ist mein Teddybärhelm? Teddybärhelm? Kann man den nicht reparieren? Ach du Scheiße, wir sind hier richtig am Krepieren. Maskottchenkopf, okay, ich muss schnell ins Haus. Ach du Scheiße, guckt euch das an! Weltuntergang! Das habe ich übrigens mit dem Mod gemacht. Ich weiß nicht, die Radioaktivität hört ordentlich auf. Was? Du kannst nicht schlafen während was? Okay, wir sind am Arsch.
Hier muss mal zwei Redway rein. Ach du Scheiße, wie schützt man sich denn davor in seiner eigenen Siedlung? Ich hasse nichts mehr als Raider. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Livestream, wo wir dann sterben werden. Haut rein, euer Zero, tschüss. Hast mir gerade mitten in die Aufnahme gesprochen. Ja.